Ja, der Name des Programms ist Freude und ich würde sagen, der Name ist Programm. Okay, gut. Leute, habt ihr Bock auf den zweiten Comedian in der zweiten Hälfte? Yes, begrüßt ihn bitte mit einem besonders warmen Applaus. Er ist noch unser Newcomer, deswegen rastet bitte richtig aus. Hier ist für euch Michi Rocco! Ja, mein Name ist Michi Rako. Ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland. Ich komme aus Ex-Jugoslawien. Haben wir Jugos heute hier? Wahnsinn. Ich bin vor 8,5 Jahren hergekommen, ne? Und ich wurde nicht so wie die meisten Ausländer eingedeutscht. Ich wurde eingebayert. Ne? Wir haben die Bayerndeutsch beigebracht. Normalerweise gibt es immer eine Lisa Marie Therese in der Schule, die dir das beibringt. Bei mir hat es Dieter Franzl gemacht. Und ich dachte, so spricht man deutschlandweit. Wisst ihr, ich hab Leute überall mit Servus begrüßt. Für mich war das so normal. Ich wusste ein halbes Jahr nicht, dass Kartoffel so, dass Erdäpfel Kartoffel heißt. So. Versteht ihr? Ich habe in Berlin überall die Leute so mit Servus, 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 Servus begrüßt. Da ist es normaler zu sagen, oh, Assalamu alaikum, Bruder. Da kommt jeder und sagt, oh, Bruder, wie geht's? Machst du Chai trinken, ist das? Aber wenn du mit Servus kommst, tschüss, noch ein Ausländer. Das kannst du nicht bringen. Und ich hab dann wirklich so gedacht, ne, in Deutschland, da mag sich so jeder, ne, Deutsche sind so kulturell, ne, ja, so ein anderes Volk, ne, weil bei uns Jugos wird immer gesagt, Deutschland Nummer 1. Bei uns Deutschland heilig, versteht ihr? Und dann habe ich so eine Deutschlandreise gemacht und dann habe ich gesehen, ihr Deutsche, ihr seid so wie wir Jugos ein bisschen, ihr hasst euch untereinander. Ja, du reist nach Stuttgart. In Stuttgart hassen sie die Frankfurter, Frankfurter hassen Kölner, Kölner hassen Düsseldorfer. Düsseldorfer hassen Hamburger, Hamburger hassen Berliner und die alle gemeinsam hassen Bayern. Aber die Bayern hassen auch jeden. Der Franzl, ne, der war mein Ausbilder. Er war Metzgermeister. Meine erste Lehre hier war Metzgerlehre. Ich wollte eigentlich Deutsch lernen am Anfang, ne, aber Metzger, das ist so der bayerischste Beruf von allen. Ne. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Typ hat mir so wirklich gezeigt, dass die Bayern so, ja, die mögen einfach keine. Ne. Der hat immer neben mir Lateinisch gelernt. Und der war 70. Ich so, Franzl, sag einmal, du bist 70er, du stirbst bald. Wieso lernst du eine ausgestorbene Sprache? Der so, du Michel, pass mal auf, ich bring dir jetzt was bei. Wenn ich sterbe und im Himmel lande, dann muss ich mit unserem Herr Jesus Lateinisch sprechen, oder nicht? Ich so, du, woher weißt du? Ich hab keine Ahnung, also woher weißt du, dass du im Himmel landest? Ich bin nicht Bayern, mein Gott. Und dann bei uns Jugos. Es gibt ein Problem, ne? Wir brauchen immer ein bisschen länger, bis wir checken, was uns Gesprächspartner mitteilen möchte. Ne? Dann habe ich ihn nur gefragt, okay, Franzl, aber was sprichst du, wenn du in der Hölle landest? Was dann? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ja, so viel Schwäbisch kann ich schon. Das war so krass, ne? Da habe ich mich verloren. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe später Orientierungskurs gemacht, ne? Weil ich will eingebürgert werden. Wir Jugos kommen hier mit zwei Zielen, Geld machen und Staatsbürgerschaft bekommen. Was Drittes gibt bei uns nicht, ne? Und dann hat er das mit mir gelernt. Ne, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn dir ein Bayer sowas beibringt, das ist gefährlich. Weil es kamen so drei wirklich schwere Fragen. Aber das war so zum Beispiel, was heißt es BRD und DDR? Und ihr habt es mit ihm gelernt. Und er hat mir nur gesagt, du, ich bring dir das bei. DDR heißt Diktatur der Russen. Und ich hab's reingeschrieben und ich hab's so gelernt. Ich so, okay, alles klar. Und ich so, aber Franz, was ist das BRD? Er so, das ist ganz leicht Bayern und Rest Deutschland. Und er hat mich auch Jugorette genannt, immer wieder. Und ich habe mir dann gedacht, so in Deutschland, ne, weißt du, niemand mag Bayern. Ich dachte mir, Leute, ich wollte aus dieser Ausländerrolle raus, aber anscheinend bin ich noch tiefer gesunken. Also, was soll das? Und das ist die Sprache so, okay, Finanzamt ist unser erster Schock, den wir hier erleben, so wie Jugos. Jugo Betrugo, Digga. Ne, natürlich, sowas gibt's bei uns nicht, verstehst du? Die Sprache ist das Zweite. Das Dritte ist, mein bester Kumpel ist schwul. Ne, sowas gibt es bei uns in Bosnien nicht. Verstehst du? Du kannst bei uns in Bosnien auf der Straße kaum Mann und Frau sehen. Wo willst du Mann und Mann sehen, Digga? Bei uns siehst du ja so Mann und Ziege, so, meh, komm los. Hau die Klappe, so, weißt du? Das ist ganz normal bei uns, versteht ihr? Und ich hab dann gedacht, da war es damals, zu damaligen Zeiten, die haben zu mir gemeint, Michi, wir gehen auf CSD. Ich dachte, CSD sei eine politische Partei.
Ja, CDU, CSU, CSD. Ich dachte, christliche Sozialdemokraten. Leute, ich habe auf Gay Pride Anzug angezogen. So, blauer Sakko, weißes Hemd, blauer Krawatte. Ich sah so ein bisschen aus wie der Sohn von Markus Söder. So, weißt du, du gehst. Die Leute haben mich in der S-Bahn so komisch angeschaut. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich so, leck mir am Arsch, du siehst doch gut aus. Was bist du denn? Und die haben mich gar nicht aufgeklärt, dass wir auf Gay Pride gehen. Ne, ich bin immer noch, also in meinem Kopf, politischer Partei, Digga. Okay, ich bin Jugo, ich habe keine Staatsbürgerschaft, aber ich gehe eine Partei unterstützen, die es in den Bundestag schaffen will. Geiles Gefühl, willst du haben? Und dann sind wir da angekommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ne, also meine ersten Bilder, die ich da gesehen habe, waren so Menschen in Lederanzügen, Hundenmasken und mit Ketten. Bruder, ich bin ein Ausländer, der gerade frisch hergekommen ist und ich sehe die Menschen in Ketten. Verstehst du, ich wollte den Mann befreien. Ich so, komm, Bruder, ich helf dir da weg, so. Und der so, nein, nein, also ich mag so, ich bin Devot, ich so, ich bin Michi, Bruder, komm, verpissen wir uns von hier. Bruder, das war, ich wollte dem Mann helfen, also, weißt du so. Und das Ding ist, mein Vater wollte unbedingt meinen besten Kumpel kennenlernen. Und der hat's nicht gewusst, was Schwulsein heißt. Ne? Und ich war mit seiner Schwester zusammen und wir waren bei mir essen. Ne? Und mein Vater fragte ihn so, und wo deine Freundin? Mein Papa spricht Hauptbahnhof Deutsch. Er so, wo deine Freundin? Und wir so alle, Papa, der ist schwul. Und mein Papa dachte, schwul sein ist Beruf. Und dann sagte er ihm, hast du eine Firma dafür oder was? Und dann sagte er so, ja, habe ich. Und ich war kurz zu diesem Zeitpunkt arbeitslos. Und dann sagt mein Papa, hast bei dir gibt's noch Platz für meine Michi? Und dann sagt mein Kumpel eiskalt, ja, ja, wir arbeiten auf Gleitzeit, so kein Problem. Und dann später wollte mein Vater unbedingt mit uns feiern gehen. Mit der Geschichte möchte ich mich jetzt verabschieden. Mein Vater war damals im Krieg, der ist wirklich so robuster, gebauter Typ und der sieht gut aus. Ne? Okay, jetzt hört sich so an, als ob mein Vater ficken würde, aber nein, Leute. Ne? Der sah richtig gut aus und er war mit mir und meinem Kumpel, meinem schwulen Kumpel, war er feiern. Und mein Kumpel hat so nach hinten geschaut und der so, Bruder. Ich so, was? Und ich hab zu meinem Vater, ihr habt gehört, also wie ich lache, so, ne? Also das ist echt, also, das kannst du nicht verfehlen. Und ich sag meinem Papa so, mein Papa sagt so zu mir, hallo du Bastard, warum du lachen so? Und ich so, der hat gesagt, dass du geilen Arsch hast. Der hat nichts gesagt, Leute, null. Und da sind wir nach Hause gekommen und normalerweise, wenn ich in der Küche koche, der ist immer mit mir, der will irgendwas plaudern, Geschichten erzählen, aber an dem Abend war er nicht da. 10 Minuten guck ich so, wo ist er denn? Also wir wollen essen und dann gibt es den nicht. Ich gehe so in sein Zimmer rein, Leute, der steht vor dem Spiegel und macht den da. Ich so, was machst du da? Er so, ich glaube, deine Kumpel hat recht. Hey. Aber in dieses Schloss kommt diese nicht rein. Hey. Mein Name ist Michi Rako, vielen lieben Dank.